Willkommen bei Metabolismo TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Ist Kaffee mit Honig besser als Cortison? Ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel. Heute erzähle ich Ihnen von einer neuen Entdeckung aus klinischen Studien, die weltweit für die Wissenschaft und Gesundheit durchgeführt werden. Ich bringe Ihnen gern wissenschaftlich belegte Infos, keine Meinungen. Ich lese stets die neuesten Studien, die erscheinen, und ehrlich, diese Information ist sehr interessant. Oft, wenn eine Person eine Erkältung, eine Virusinfektion durchgemacht hat, endet die Erkältung, das heißt, und nachdem die Erkältung, die Virusinfektion vorbei ist, bleibt der Husten oft 3 bis 6 Wochen bestehen. Ich bin sicher, dass jeder von Ihnen jemanden kennt oder es selbst irgendwann erlebt hat. Denn oft passiert es, dass man damit weitermacht und es bleibt, was nach der Infektionszeit bestehen bleibt. Sagen wir, der Schleim ist bereits weg, die Entzündung im Hals ist auch schon weg und dennoch hält der Husten an. Das nennen sie postinfektiösen Husten. Die Ärzte geben den Dingen immer einen Namen. Es ist jedoch tatsächlich kein postinfektiöser Husten. Also dieses Post-Post-Infektionssyndrom, nicht wahr? Es ist ein Symptom, das die Medizin behandelt. Üblicherweise wird es mit Cortison behandelt. Ich gehe kurz zur Tafel. Aber bevor ich das tue, möchte ich Ihnen sagen, dass bei jeder Entzündung im Körper das Hauptmedikament der Medizin das Cortison ist. Zum Beispiel, bei Asthma sind die Bronchien entzündet. Man erhält ein Inhalationsgerät mit Cortisolderivaten. Bei Entzündungen im Körper, entzündetem Hals oder anderen Bereichen wird Cortison verabreicht. Das Problem mit Cortison ist, dass es zu Gewichtszunahme führt. Abgesehen davon hat Cortison auch negative Effekte auf die Leber. Es ist schwierig für den Körper, es zu entgiften, da es nicht identisch mit dem vom Körper produzierten ist. Das bedeutet, man kann jemandem Cortison geben, aber nicht langfristig, da es das Immunsystem, das Verteidigungssystem unterdrückt und so ein Problem löst, aber ein anderes schafft. Was ist los? Es gibt eine Studie, die mit 97 Personen durchgeführt wurde und bereits gezeigt hat, dass Kaffee mit Honig viel effektiver ist, als dass man sogar Cortison verwenden würde. Ich gehe zur Tafel, um es zu erklären, zeige es Ihnen hier. Ich spreche darüber, dass Kaffee mit Honig effektiver ist. Es wurde bewiesen, viel effektiver als die Nutzung von Cortison, als die eines Medikaments, das ein ziemlich gefährliches ist. Medikamente wie Cortison. Soll ich kurz zur Tafel gehen? Schauen Sie, wenn der Körper entzündet ist, so wie bei einem anhaltenden Husten, diese Person hat einen wirklich anhaltenden Husten. Wenn sie hustet, hustet, der Husten ist da, weil es eine Entzündung im Bereich gibt. Es bleibt noch immer etwas Entzündung im Bereich des Halses, nicht wahr? In dieser spezifischen Studie, die Sie fanden und an der Uni durchführten, musste ich den Namen notieren, weil er komplex ist. Sie verstehen es bald. Diese Studie wurde an der Universität durchgeführt, die Barkiyatal Young University Hospital in Teheran im Irak genannt wird. Es ist eine Studie von 2008 bis 2011 durchgeführt mit 97 Patienten. Sie teilten die Gruppe in 2 fast gleiche Teile. 97 auf einer, die andere auf der gegenüberliegenden Seite. Der einen Hälfte gaben sie Cortison, um die Effekte zu sehen. Das bekannteste Cortison, das für diese Art von Dingen verwendet wird, heißt Prednison. Es ist tatsächlich eine spezielle Form von Cortison, die spezifisch für Asthma in Inhalatoren verwendet wird. Es wird auch für Entzündungen im Körper für verschiedene Typen eingesetzt, was seine Vielseitigkeit zeigt. Dies wird sogar für Darmentzündungen verwendet, bei Morbus Crohn, all diese Arten von Dingen. Und jetzt die andere Hälfte, das heißt, der Hälfte der 97 Personen wurde Cortison in Form von Prednison gegeben und der anderen Hälfte wurde Kaffee mit Honig, natürlichem Honig, gegeben. Was passiert? Wenn es einen Husten gibt oder etwas, das Teil des Immunsystems ist und sich beschwert, versucht es dann, die Bakterien nach außen zu befördern? Denn Husten ist eine Weise, wie der Körper versucht, Störendes loszuwerden.
eine Bemühung, etwas zu beseitigen, das ihn beeinträchtigt und angreift. Es wurde festgestellt, dass diejenigen, die Cortison einnahmen, mit einem Durchschnitt von 3 Hustenanfällen pro Tag begannen. Interessanterweise, sie begannen es 2 Wochen lang einer spezifischen Gruppe zu verabreichen und daraufhin begannen sie, dieser ausgewählten Gruppe weiterhin Cortison zu geben. Dies wird als Doppelblindstudie bezeichnet, bei der die Person nicht wirklich weiß, was sie einnimmt, damit sie nicht durch ihren Verstand beeinflusst wird, nicht glaubt, dass es ein Placebo genannt wird. Ein Placebo ist der Einfluss, den der Verstand auf die Ergebnisse haben wird. Dann wurde einer Gruppe von der Hälfte der insgesamt 97 Personen Cortison verabreicht und nach 3 bis 2 Wochen der Anwendung von Cortison reduzierte es sich auf durchschnittlich 2 Hustenanfälle pro Tag, ein deutlicher Rückgang. Es sank bemerkenswerterweise etwas in 2 Wochen. Nun, der anderen Gruppe, die ebenfalls einen Durchschnitt von 3 von 3 Hustenanfällen pro Tag hatte, gaben sie Kaffee mit Honig und diese Gruppe endete damit tatsächlich. Was das bedeutet, ist, dass hier 99% ihren Husten lösen konnten und hier unter 20% konnten ihn reduzieren, also haben 99% ihren Husten auf natürliche Weise gelöst mit Kaffee und Honig und diese hier haben Cortison verwendet und damit ihren Körper einem Risiko ausgesetzt. Warum funktioniert das? Nun, Kaffee mit Honig wirkt ganz spezifisch und ist besonders vorteilhaft für diejenigen, die ein erregtes Nervensystem haben. Es gibt ein weiteres Video auf Metabolismo TV, in dem ich den Effekt von Kaffee erkläre. Kaffee im passiven und erregten Nervensystem wirkt sich aus. Diejenigen mit einem erregten Nervensystem haben das Blut. Das Blut ist ein wenig alkalischer als üblich. Diejenigen von uns mit einem passiven Nervensystem, so wie Fran, haben ein bisschen saureres Blut, sagen wir, das Blut einer Person mit einem erregten Nervensystem in ihrem Körper, wird statt 7,4 ein bisschen alkalischer sein, also wird es, was weiß ich, 7,650 sein. Das scheint wenig, aber es ist eine große Veränderung, weil dies auf einer logarithmischen Skala wächst, die mit 10 multipliziert wird und wir Passiven fangen an, Blut zu haben, das, was weiß ich, 7,33 ist, also niedriger. Wer ein erregtes Nervensystem hat, neigt zu alkalischerem Blut. Je höher der pH-Wert, desto alkalischer, je niedriger, desto saurer. Nun, diejenigen mit einem erregten Nervensystem haben alkalischeres Blut. Wenn das Blut alkalischer ist, sind die Körpergewebe saurer. Daher ist die Heilung ein bisschen schwieriger. Denn wenn das Blut alkalisch ist, ist das Gewebe sauer. Wenn das Blut sauer ist, dann ist das Gewebe alkalisch. Was das Gegenteil ist, weil der Körper sich ausgleicht, nicht wahr? Was ist los? Es ist bekannt und kann anderswo gesehen werden, dass Kaffee eine säuernde Wirkung hat. Da er säuernd wirkt, beginnt er, das Blut auszugleichen und bringt es näher an 7,40, das perfekte Gleichgewicht. Weder zu sauer noch zu alkalisch. Das Blut muss ein wenig alkalisch sein, sonst kann es den Sauerstoff nicht aufnehmen. Aber das Thema ist, dass, wenn Sie eine Infektion oder Entzündung haben, der Kaffee Ihnen helfen wird. Und der Honig. Der Honig hat auch sehr günstige Effekte, denn der Honig enthält eine Menge Mineralien. Er ist nicht wie raffinierter Zucker. Er hat eine Menge Mineralien. Er hat einige Bestandteile, die sogar antiviral und antibakteriell sind. Im Buch über Diabetes für Betroffene und Pflegende entdecken Sie, dass ich mehrere Studien veröffentlicht habe, die aufzeigen, dass Honig sehr vorteilhaft für Diabetiker ist. Es ist nicht so, dass man sehr viel davon essen wird, aber es hilft viel besser als jeder andere Süßstoff. Also ist Honig sehr gesund, vor allem wenn er natürlich und nicht verarbeitet ist. Wie auch immer, anstelle von Cortison, Kaffee. Wie lecker, nicht wahr? Okay, ich erwähne dies, weil die Wahrheit immer siegt.